Moin! Mal wieder so ein Video, um so ein bisschen saure Gurkenzeit zu überbrücken. Was ist denn ein Motorradfahrer? Bin ich überhaupt einer? Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Typen. Ich bin ja einer, wenn ich das mal sagen darf, mehr so ein Sammler, ne? Ich hätte gerne ganz viele und fahre gerne ganz wenige oder ganz wenig und dann auch nur hier um Pudding. Dann gibt's noch andere Typen Motorradfahrer. Sorry, wenn ich jetzt zwei Namen nenne. Der eine ist Burkhard Lager. Der nutzt ein Motorrad ganz anders. Der fährt zwar auch mal hier 100 Kilometer um Pudding. 100 Kilometer ist für den schon um Pudding. Für mich ist das schon eine Reise. Ja? Nimmt das Ding auch, das Motorrad auch mit ins Ausland mit Anhänger und fährt weite Strecken auch im Ausland. Ja. Dann gibt es Susi und Michael, die fahren in Urlaub mit dem Motorrad, auch weit von Hotel zu Hotel und gucken sich die Landschaft an, in Deutschland oder im Ausland. Ja. Also so, der eine bringt das Motorrad ins Ausland und fährt dann da, die fahren vom Ausland, im Inland hier umher und haben ihren Spaß. Ja? Dann gibt es meinen Freund BMIK, den ich übrigens grüße. Ich habe nichts gegen den, gar nichts. Ja? Der fährt jeden Tag und zwar auch nicht knapp. Ja? Ganz einfach, weil er das braucht. Er braucht das Gefühl, auf dem Motorrad zu sitzen und zu fahren. Ja, finde ich toll. Ja? Nur ich bin irgendwie anders, anscheinend. Ja? Ich muss gar nicht damit fahren. Ich kann mir das einfach nur angucken und meinen Spaß daran haben, wie die hier so stehen. Ja? Also theoretisch, praktisch gesagt, mir reicht das schon, dass ich weiß, dass ich mit diesen Dingern fahren könnte. Ja? Also, dass ich ja, sie beherrsche, sagen wir mal so. Beherrsche ist ein doofes Wort, weiß ich. Ja? Also, dass ich nicht an jeder Ecke damit umfalle. Ja? Ja. Also, diese verschiedenen Typen gibt es und da gibt es ja auch gar nichts gegen zu haben. Ja? Was soll dagegen sprechen, dass ich mir so ein Ding hier hinstelle, so ein mächtiges Gerät, aber kaum damit fahre? oder die Kleine. Ja. Ja. Also es sind verschiedene Typen von Motorradfahrern, die es gibt. Und die wollen wir doch bitte auch gefälligst respektieren und zur Kenntnis nehmen. Wollte ich einfach nur mal so gesagt sein haben. Ne? Das auch dazu, dass nicht jeden Tag hier ein Video von mir mit dem Motorrad kommt. Vielleicht kommt morgen eins, vielleicht kommt übermorgen. Es drängt mich nichts dazu, Motorrad zu fahren jeden Tag oder auch jeden fünften Tag. Ne? Ich fahre auch gerne Auto. Ne? Vielleicht ist das auch eine Altersfrage. Das kann auch sein. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr dazu denkt. So, jetzt gehen wir mal raus noch hinten in den Wald. Tjo, mal weg von den Motorrädern. Es drängt mich auch gar nichts dazu, irgendwo jetzt ins Ausland zu fahren. Oder weit weg zu fahren. Ehrlich gesagt, da ist mir ein Motorrad viel zu unbequem.
Ich bin eigentlich ganz glücklich hier mit meiner Puddingfahrerei. Dass die Maschinen dafür ein bisschen overdressed sind, ja, das ist nun mal so. So, hab heute hier noch mal hier an dem Kanonenrohr hier die restlichen Äste abgeschnitten. Der liegt auch noch hier. Hier ist das, was mal ein Rosenbogen war. Das verbrennen wir. Jo. Also hier ist noch einiges zu tun. Das ist eine richtige Granate hier, das Ding. Wenn du hier so, was weiß ich, 30 cm Stücke abschneidest, die sind richtig schwer. Kommt da vom Nachbarn. Jo. Aber das kriegen wir noch gebacken. Jetzt sind wir hier clean. Ach, gehen wir drunter durch. Er wird wohl nicht runterfallen. Jo. Mein liebes Frauchen hat hier die ganzen Äste als Wall aufgeschichtet. Ich bin immer ein großer Freund davon. Alles, was hier so anfällt, auch hier zu lassen, auch hier zu lagern. Deswegen ist ein großes Grundstück ganz gut. Zumal so eine Sache natürlich auch für die Tiere ganz gut ist. Igel zum Beispiel können sich da im Winter schön einmummeln. Jo. Gucken wir mal. Ja, also wenn man hier teilweise durch den Wald läuft, da sind Ecken, da liegen 100, 120 Bäume gefällt vom Orkan. Da sieht's übel aus, immer noch. Und das machen wir, ja, ich glaube morgen fange ich da mal an. Schneiden wir mal ein paar Scheiben davon ab. Sehen wir mal, dieser dicke hier. Der ist jetzt hier an den noch stehenden dran geklemmt quasi. Das heißt, er drückt, der liegende drückt den nach außen. Da muss ich mal sehen. Hier vorne ist easy, da kann ich easy abschneiden. Wenn ich dann hier hinkomme und hier anfange zu schneiden, wird er mir runterfallen. Und das sind Tonnen. Gucken wir mal. Ich stelle mal ein Stativ hin und halt die Kamera drauf. Sehen wir mal, was passiert. Ach, am Sonntag. Das ist ja alles nicht so ganz easy. Ne? Bin ja kein Profi, aber sagen wir mal so, ziemlich erfahren mit der Kettensäge. Am Sonntag sind wir da zurückgekommen, da kam das, kam der Rettungswagen. Da hatte auch einer gesägt und scheinbar einen Sägeunfall erlitten. Also man muss da immer schon wissen, was man tut und auch mit allem rechnen. Ist nicht so ganz ungefährlich. Ja, und der da oben, der schräg hängt, da warten wir mal ab, was passiert. Den säge ich jetzt nicht ab. Ich warte mal. So, das soll es auch gewesen sein, so als Standortbestimmung momentan. Vielleicht fahre ich morgen eine Runde. Weil am Mittwoch ist Frauchens großer Tag. Da wollen wir mal zusammen entweder zum Lüheanleger oder irgendwo in die Heide zum Wurstessen fahren. Und ich muss noch ein bisschen Praxis haben mit der KTM. Ist doch ein bisschen was anderes, wenn man zu zweit fährt, als wenn man alleine fährt. Aber das kriegen wir auch noch geregelt. Alles gut. So, mehr wollte ich gar nicht sagen. Schönen Abend noch. Tschüssi. Wäre ja schön, wenn ihr auch mal ab und zu ein Video machen würdet. Da könnten wir auch mal reingucken bei euch. Aber muss ja mal nicht. Ne? So, tschüssi.